Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Train Fever. Heute am 5. Dezember 2016, 22.09 Uhr. Morgen ist Nikolaus. Und ja, wir haben wieder Lust auf Train Fever. An alle, die vielleicht City Skylines mal wieder möchten, wenn diese Reihe Train Fever hier zu Ende ist. Dieses Projekt, also wenn wir hier alles schön ausgebaut haben und wenn wir, naja, irgendwie weit in die 2000er sind, dann wird das hier aufhören, denn ich meine, ad infinitum, wie der Lateiner sagt, ne, können wir das nicht machen hier, weil irgendwann ja nichts, naja, gut. Was wollten wir bauen, hatte ich gesagt letztes Mal. Also wir wollten irgendwie noch eine Schnellbahnstrecke bauen. Und zwar von, das war auf der anderen Seite hier. Von Spesenrot, nee, wir wollten von da drüben kommen. Von Geithain, ne? Und wollten hier irgendwie so eine hintere Transversale durch die Wälder hier machen. Bis nach Volkmarsen. Also eine Schnellstrecke. TGW oder TFW oder wie das heißt. Und dann werden wir uns anschließend kümmern um die ganzen. Gehen wir mal hier so ein bisschen außerhalb hin. So. Ach, guck mal, diese herrliche Schichtung hier unten. Das ist Faltengebirge, nennt man das, glaube ich. So, da gucken wir mal nach den ganzen. Wir hatten ja dann hier Volkmarsen zum Beispiel, haben wir nur 6 Güter, 6 gedeckt von 57, also 10% etwa. Karlbach ist noch schlimmer dran. Mit 2 von 60. Bröckau auch. Da müssen wir also alles noch bauen, was Industrie angeht, und die anderen, da Stavern, Spesenrot, Betzdorf, die haben wir ja alle soweit gut verseucht. Wunderbar. Steilshagen, Hungen, Meerstedt, Moment, die ist alles klar. Wieso ist Meerstedt nicht versorgt? Wieso ist Meerstedt nicht versorgt? Da haben wir doch eigentlich alles hier. Also hier ist der Güterbahnhof, den hatten wir verlegt. Na? Moment, den hatten wir verlegt halt. Da müssen wir gucken. Eisenbahn. Gütermeerstedt war das. Gütermeerstedt fährt nicht. Ah, so, dann gucken wir mal, warum eigentlich. Ah, die haben noch Meerstedt Anbau als, ja, das, der Güterbahnhof war ja vorher hier. Und jetzt haben wir da den S-Bahnhof und wir haben dann vergessen, den Bahnhof umzuschalten. Das heißt, wir müssen Meerstedt Anbau löschen und hinter Hungensägewerk dann neue Haltestelle Meerstedt Abzweig. So, und dann können wir das, können sie fahren und ne, halt. Was ist hier? Ah, da stehen sich gegenüber. Gut, dann drehen wir dich nochmal um. Dann sollte es ja wohl klappen. Folgen wir mal dem zweiten hier. Ob das jetzt auch klappt? Alles ein bisschen schneller, bitte. Ja, das ist natürlich, wenn man den Bahnhof verlegt oder verändert, dann sollte man natürlich auch die Strecken kontrollieren. Ansonsten läuft alles prima. Warum fährt er nicht? Achso, da kommt der entgegenkommende, weil das Signal auf Rot steht. Brav gemacht. So. Er hat natürlich jetzt alles mitgenommen, der andere.
So, jetzt geht es wieder nach Hungenwald. Oder wieder, das heißt, es geht ganz hier quer durch einmal. Ja, das ist ja die große Güterlinie, die viergleisige. Ja, die Signale folgen aber ziemlich dicht aufeinander hier. So, da ist der entgegenkommende Zug schon. Hier gibt es wohl für dich nichts zu holen, ne? Oder? Doch. Oh, hier lag ja das ganze Holz noch rum. Okay, alles klar. Voll. Naja, doch. Nee, nicht ganz. Aber der Rest vom Holz ist dann... So, das war jetzt das falsche Fenster hier. Der Rest vom Holz ist dann wahrscheinlich für diesen Zug. Gucken wir mal. Güterstelzhagen. Und jetzt ist alles leer. Prima. Obwohl das jetzt beim ersten ja ziemlich egal ist. Weil sie ja beide das Holz hier nur zum Sägewerk bringen. Insofern wäre das ja wurscht, mit welchem Zug das abtransportiert wird. Aber das ist dem Programm dann doch nicht so ganz wurscht. Straßenfahrzeug 18. Okay, da gucken wir mal, wer das denn ist. Straßenfahrzeug 18. Güterguidehain. Das sind doch diese Busse da, ne? Also diese LKWs. Was habt ihr denn da? Das ist Straßenfahrzeug 18. Da gucke ich mal hin. Das ist also hier der LKW. Jawohl. Das sind noch die alten, glaube ich. Kann man da jetzt schon neue anbringen? Fahrzeug wählen. Jo, MAN. Werden wir das durch MAN ersetzt. Okay, müssen wir erst nochmal drücken. Dann geht das. Weiter geht's. Okay, prima. So, dann macht ihr mal hier weiter. Wir haben ganz schön Zahn drauf, ne? Na gut, wir sind ja auch hier. Und da ist er neu. Prima. Das sieht ja schon richtig modern aus. Naja, wir haben ja auch schließlich 1991 hier schon. Und Spedition. Spedition Moselbert fährt hier herum, lädt alles auf und ab, obwohl er nichts zu laden hat. Und da hat er fast den Fußgänger umgefahren. Wo geht's denn hin? Hier hin haben wir hier drei Haltestellen. Oder Ladestellen heißt das, glaube ich. Wir sind mal kurz vorm Unfall da. Na, das war ordentlich gewartet. So. Wo sind wir jetzt überhaupt? Güterguidehain war das, ne? Fährt jetzt hier in den Wald und holt irgendwas ab. Güter. Was sonst? Oder? Hat er jetzt Güter geholt? Nee. Kohle! Ach Mann! Habe ich den gleichen Fehler wieder gemacht und habe die nicht... Ja, Güterguidehain. Nee, wie heißt das hier? Wo sind jetzt die Busse? Straße hier. Güterguidehain. Da wollen wir natürlich den Fahrzeugersatz hier bitte mit Güternamen. Güterwagen. So, und euch werde ich auch noch euch schicke ich dann mal zum Dings zurück. Damit ich euch umwandeln kann. In Güterhanseln. So, Start, das ging aber jetzt schnell. So, Straßenfahrzeug 18. Güter. Wo ist denn der andere da? Kommst du rein? Oder wie? Ach, hier ist das nicht da.
Straßenfahrzeugdepot. Gütergeiter, dann mache ich da erstmal hin. So, wo ist der andere? Der ist schon da. Da ist er. Im Depot. Ja, da müssen wir so aufpassen hier. Gütergeiter, so bitteschön wieder losfahren. Gut, dass man beim Bus nicht diese Auswahlmöglichkeiten hat. Ne? Frauen, Männer, Schwarze, Weiß oder was, so wie in der Apartheid. Da dürfen hier alle mitfahren, aber hier keine Güterkohle und alles getrennt auf die LKWs. Okay, dann gehen wir mal hier raus.